Weibmanns Ole und Weibfraus Juhe, liebe Kind. Ich bin's, der Musikjäger Marius von der Jagdkapelle und ihr hört den Podcast Radio Waldrand. Ich habe mit der Jagdkapelle vom Frühling bis jetzt im Sportsommer viel Konzert gespielt. In der ganzen Schweiz. Auf kleinen und auf ganz grossen Bühnen. Sind ihr auch mal hören? Oder sogar bei mir oder am Tom Bär am Autogrammtisch gestanden. Ja, wir hatten es schön an diesen Konzert mit euch Jagdkapellenkindern. Aber jetzt machen die Musikjäger von Marius und die Jagdkapelle zuerst mal eine Pause. Den ganzen Herbst bis dann der Winter kommt, machen sie eine Pause. Und dann können sie zum Beispiel wieder mal die Jägerhütten aufräumen, wieder mal betten, wieder mal Zähne putzen, wieder mal duschen, wieder mal neue Saiten auf die Instrumente tun, die Instrumente pflegen, wieder mal ein bisschen Liegestuhl liegen und schauen, wie die Blättchen runterfallen. Und ich, der Marius, ich tu mich vorbereiten aufs Musiktheater Felltauschknusch. Ja? Heute geht's also um Theater und um Fell. Und weil die schaurig schöne Jagdkapellengeschichte Feldtauschknusch bald ins Theater kommt und das Seichörnli, der Tofuchs, der Dachsadalbert, Opa, Jägermeister, Brünzli, ich selber und andere Jagdkapellenviechlis auch vorkommen in dem Musiktheaterstück, machen wir heute eine Sendung darüber. Heute machen wir es aber anders als sonst. Heute gibt es keine Kinderfrage. Heute fragen der Dachsadalbert und Seichörnli mal mich Sachen über das Theater und über Geschichte. Seichörnli, bist du parat? Super, man versteht kein Wort. Dachsadalbert, bist du parat? Bin parat! Kind, weil die Geschichte von dem Theater Feldtauschknusch heisst und es dort um vertauschte Fell geht, haben die zwei gedacht, sie tägen für die Sendung mal ihre Feldtauschen. Adalbert hat ganz einen roten Kopf, weil ihm das Fell vom Seichörnli, wo viel kleiner ist als er, natürlich viel zu eng ist und er sieht aus wie eine Wurst. Und Seichörnli hat das Fell vom Dachs Adalbert an und weil er viel grösser und dicker ist als Seichörnli, verschwindet Seichörnli richtig in dem Fell. So, Adalbert, mach mal den Reissverschluss vom Seichörnli-Pelz auf. Und Seichörnli, du mal das fahrige Fell vom Gesicht weg, dann hört man dich auch. So, jetzt. Hallo, Kind. Leg an, Albert. Dein Fell ist so schwer, so dick und so heiß. Und das müffelt voll. Gut, dass jetzt dem bald das Winterfell, weißt du, frisse Winterfell kann es anlegen. Ja, und dein Fell ist halt wirklich von einem Fell und so eng und dünn, da geht auf kein Dachsenhut. So, wir haben ein paar Fragen vorbereitet, Kinder. Jetzt könnt ihr mal hören, wie es wird tönen, wenn der Bockhaus von Profis gemacht wäre. Ja, genau. Super. Also, Marius, das Theater mit dieser wirklich wahren Geschichte über uns Waldtier kommt jetzt dann auf die Theaterbühne. Genau. Nummer 1. Was ist überhaupt ein Theater? Du weißt mir ja viel, ich soll nicht so ein Theater machen. Ja. Also, macht ihr so ein Theater, wie ich es einmal mache, wenn ich zum Beispiel soll aufhören aus deiner Jägerhütte WC-Süsseln Wasser trinken und ich einmal nicht aufhören will, weil ich dann nach den Nüssli doch einmal so fest Durst habe? So ein Theater? Nein, also ja, also nein. Also bei einem Theater spielt man eine Geschichte und tut so,
wie wenn die echt wäre. Und wenn zum Beispiel Eltern finden, dass Kinder etwas übertreiben und sich in Wirklichkeit eigentlich gar nicht so fühlen, wie es jetzt gerade tönt, sagt man, hey, mach nicht so ein Theater. Weil im Theater tut man ja auch nur so, wenn man eine Geschichte spielt. Also, wenn man jemanden spielt, der böse ist, dann tut der Schauspieler oder die Schauspielerin, die das spielt, dass sie jetzt ganz fest verrückt und böse ist, gerade in dem Moment. Ja, sie tut ja dann aber nur so. Weil das in dieser Geschichte, wo die gerade im Theater spielen, drin so vorkommt. Aber dann ist die Schauspielerin ja nicht echt böse oder verrückt, weil sie das ja eben nur spielt. Aha, aber die Geschichte vom Feld aus, die ist ja echt passiert im vorletzten Frühling. Ja, aber wir spielen sie möglichst so nah, wie wenn sie gerade in dem Moment, wo wir die Geschichte auf der Bühne spielen, echt wäre. Aber in Wirklichkeit tun wir ja nur so. Da gibt es Schauspieler und Schauspielerinnen, die euch Tiere spielen. So Fell anhand, wie ihr anhand. Und so geschminkt sind, dass die möglichst aussehen wie ihr. Aber das sind Menschen, eben, die tönen ja dann nur so. Also, okay. Also, du willst sagen, dass dort ein Mensch hat in dem Theater, wo sie mich spielt, ich höre. Ja, der Mensch, also bei uns ist es eine Frau und die heisst Marisa, die spielt dich, versucht sich so zu bewegen, wie du dich bewegst und so zu reden, wie du redest und so. Also die Frau, die mich denn da spielt, die muss ja aber ziemlich super sein. Also, die muss mega gut können Zeich machen. Nein, eben nicht. Die muss nur gut können so tun, wie wenn sie wie du gut Zeich machen könnte. Weil sie ist ja nicht dich. Sie spielt ja nur, dass sie dich sieht. Also, wir wissen denn dir, was dir nun zeigen? Aha. Ja, ich habe die Geschichte aufgeschrieben und ich habe geschrieben, was ihr in dieser Geschichte sagt und was alles passiert ist. Und wir wissen die, was wir alle laufen in dieser Geschichte und wir, weißt wir sie das müssen sagen, was du aufgeschrieben hast und wo sie das müssen sagen auf der Bühne und so. Aha, ja. Da gibt es einen Regisseur, sagt man dem. Regisseur. Der heisst bei uns Sebastian Henn und der kennt die Geschichte natürlich super. Und der hat die so parat gemacht, die Geschichte, dass man sie spielen kann. Der Regisseur steht immer aussen dran und ist wie bei den Musikern ein Dirigent oder eine Dirigentin und der sagt genau, was wer, wie, wo machen und sagen muss. Im Feldtuschknusch wird sogar getanzt. Ihr tanzt. Ja. Und der Theaterregisseur Sebastian hat in der letzten Probe den Schauspielerinnen zeigt, wie der Tanz geht. Also, und die können das denn einfach? Also, meinst du tanzen? Also, nein, also noch nicht so gut. Aber darum proben wir jetzt im Herbst. Ja. Es kommt dann schon. Mhm. Der Adrian, übrigens, so heisst der Schauspieler, der dich spielt, Adalbert. Adrian? Ja. Wie Adalbert? Der kann es zum Beispiel sehr gut, weil der ist nebenbei auch noch Tänzer. Ja, wie ich bin. Ja, fast wie du. Aber damit man das richtig gut kann, so Schauspieler, da muss man auch in die Schule, zum Schauspieler oder Schauspielerin zu werden. Ich spiele ja auch mit und ich bin nie in einer Theaterschule, wo man lernt, Theater spielen. Aber ich muss ja nur mich selber spielen, das ist nicht so schwierig. Also ich könnte das auch. Sag mal etwas, wo ich spielen muss und Kinder, die zuhören, die sagen, ob das echt tönt, wenn ich das spiele oder nicht. Okay. Ja, also gut. Seichörnli, spiel mal, dass du müde bist. Und du so müde bist, dass du bald ins Bett musst. Okay, Achtung. Es geht jetzt los. Bin ich jetzt aber müde. Wir fallen ja bald die Augen zu. Du, leck du mich an Zöppli. Hei, hei, hei. Bin ich jetzt aber müde, du. Ich muss schnell schlafen. Also, Kind, glaube mir am Seichhörnli, dass es müde ist. Ich finde, man merkt, dass sie gar nicht in die Schauspielschule ist. Das ist also nicht so gut. Also ich mach mal. Okay. Achtung.
Marius, bin ich müde. Echt? Ich glaub, ich gehe mal schlafen. Wow, super, Adalbert, ja, oder Kind? Das hat jetzt echt getönt. Ja, im Mütze bin ich ein Naturtalent. Ja, ist nicht schlecht, sagt Adalbert. Ja, ihr könnt das ja auch mal ausprobieren, Kind. Irgendwann, auch mitten am Tag, geht ihr mal zu Mami oder am Papi und spielt, dass ihr müde sind und schlafen wollt. Mal schauen, ob euch Mami oder der Papi das abnimmt. Dem sagt man dann Schauspielern, etwas spielen, wie es echt wäre, obwohl es gar nicht echt ist. Und das ist dann wie ein kleines Theater, das ihr Mami und dem Papi vorspielt. Und wenn ihr eben so ein bisschen übertrieben tönt, wenn ihr zum Beispiel auf euren Spielen will, weil ihr Zähne putzen müsst oder so, und es dann so voll übertrieben so, nein, ich kann jetzt nicht aufhören mit Spielen, das geht nicht, weil sonst ist alles ganz schlimm und ich bin so, so nicht müde. Und meine Zähne tut mir im Fall weh, wenn ich Zähne putze, weil mir gewackelt einer und ihr so tönt. Und das alles ja gar nicht stimmt und ihr das nur sagt, weil es euch angurkt, dann sagt eurem Papi vielleicht, ah, mach nicht so ein Theater, komm jetzt. Aber wir machen eben mit Feldtauschknusch so ein Theater. Also ich finde, jetzt wird es wieder extrem kompliziert und langweilig. Ja, echt, Marius. Erzähl dem Kind mal von dieser Geschichte. Ist das die, wo das Seichörnli alle Fälle vertauscht hat? Ja, genau. Wo das Seichörnli der Oberjägermeister Brünzli so hässig gemacht hat, weil sie ihm einen Zapfen an den Nägel geschossen hat und ihm gemacht hat aus dem Versteck raus und er gemeint hätte, es sei ich gewesen, der gemacht hat und ihm einen Zapfen an den Nägel geschossen hat. Weißt du noch, Seichörnli? Ja, ich weiss so noch. Ja, und dich nachher gezwungen hast, dass mit dem auf die Jacke, gell, Marius? Obwohl es die erste Vollmondnacht im Frühling ist und jeder Jäger eigentlich weiss, dass es eine Abmachung ist, dass man dann nicht auf die Jacke geht, weil wir dann ja jedes Jahr unser Frühlingsbad am Waldteich nehmen und Seichörnli alle Fälle vertuscht haben, wo wir viel Blut badet haben. Wir verraten jetzt nicht alles. Kind, ihr könnt die Geschichte Feldtauschknusch auch unter www.jagdkapelle.ch als CD bestellen oder sie auf deinen Spotify-Dings da, Streaming-Dings da lassen. Ja, also Marius, sieht man in dem Theater auch, wie ich mich so voll verknallt habe. Also, ja. Ich bin schon voll peinlich. Voll peinlich. Ach, Adi, mein Retterdachs. In dieser Gesichtskinde rettet mich der Dachs Adalbert. Aber mir sag und verrate ich jetzt noch nicht, sonst wird der Marius wieder hässig. Und damit alle Kinder, die diese Geschichte schauen wollen, ins Theater, jetzt wieder vergessen, was wir gesagt haben über das Musiktheater Feldtauschknusch, machen wir ein bisschen Werbung. Radio Wallmanns. Diese Sendung wird euch präsentiert von Victorinox. Weil, wenn man wie ich als Musikjäger viel im Wald ist, braucht man ein rechtes Sackmesser. Und die besten Sackmesser machen immer noch Victorinox. Hey Kind, jetzt müsst ihr anhören. Ich habe zusammen mit Victorinox ein Jagdkapellen-Sackmesser gemacht. Echt wahr? Mit dem Tofuchs im Wurstring drauf als Bildli. Und einer speziellen Klinge, wo der Spitz abgeschliffen ist, damit ihr euch nicht verletzt beim Schnitzen. Und einer Säge. Victorinox sagt dem Messer «My first Victorinox». Das heisst, mein erstes Victorinox, also Sackmesser. Aber wir haben ein «My first Jagdkapellen»
Kapelle Victorinox Sackmesser gemacht. Für alle Kinder, die gerne in den Wald gehen, die Waldtage im Kinski und der Schule haben oder die einfach so gerne schnitzen wie ich. Dazu hat es, wie bei allen My First Victorinox Sackmesser, ein schönes Kistchen, wo das Messer drin liegt. Und in dem Kistchen hat es noch ein Stoffbändel und eine Kette, damit das Messer an die Hosen machen könnt. Weißt du, dass ihr es nicht verliert? Das Messer kannst du bestellen unter www.jagdkapelle.ch in unserem Lädeli. Oder wenn du an ein Jagdkapellenkonzert kommst, kannst du es kaufen. Danke, Victorinox, I love you, dass ihr so ein schönes Jagdkapellen-Sackmesser mit uns gemacht habt. Wenn ihr mehr über das Schnitzen wissen wollt, wenn ihr wollt so ein bisschen Regeln lernen, wie man schnitzen kann, ohne dass man sich in die Finger schneidet und dass es gefährlich ist, dann habe ich unten dran beim Podcast, wo ihr ihn hört, wo der Text steht und Wörter stehen, habe ich einen Link reingetan. Den könnt ihr anklicken und dann habt ihr ganz viele Unterlagen und Sachen zum Anschauen von Victorinox. Pieks, pieks, ritsch, ratsch, zack, zack. Ich singe ohne Messer, mit dem geht alles besser. Und wenn ich mit zack, zack, dann hol ich's aus dem Hosensack. Ja, Kinder, willkommen zurück zu Radio Waldrand und der Folge Nummer 16 Feldtauschknuschen. Also, wenn ihr wollt, mich und das Eichhörnli, den Tofuchs, das Oje-Mire, den Specht, den Oberjägermeister Brünzli und den Muskelkater von Schauspielern und Schauspielerinnen gespielt sehen, dann müsst ihr das Theater Feldtauschknusch schauen. Ja. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie der Marius in echt aussieht, von sich selber gespielt, und ihr wollt sehen, wie alt das der so aussieht, dann müsst ihr das auch schauen. Ja, und hören, weil wir machen natürlich viel Musik und es gibt neue und alte, bekannte Lieder dazu. Ich meine, ich bin ja Musikjäger, oder? Ihr könnt auf www.feldtauschknusch.ch und dort gibt es Billett und dort könnt ihr schauen, wo das wir überall spielen tun. Wir spielen sicher irgendwo in eurer Nähe. Ja. Also ich komme sicher auch schauen. Also ich auch. Ja, wir verstecken uns dann im Theater und ich laufe euch ins Popcorn. Und wenn euch plötzlich etwas am Hals kräuselt, dann wisst ihr, dass ich hinter eurem Theatersitz durchgehust bin. Ach, das Dachsenfell ist so schwer. Oh. Also, wenn ihr es meckert, dass es ein bisschen nach Erde, alten Snecken und Moos müffelt, dann wisst ihr, dass der echte Dachsad Albert auch im Theater ist und zuschaut, aus einem Versteck raus. Also, Weichhörnli, echt, du bist fies. Ja. Komm, wir tauschen das Fell wieder. Ich friere langsam in deinem dünnen Hüchli von Fell. Ja, ist vielleicht gescheiter. Genau. Und bevor ihr das macht, sagt mir noch Ciao. Und wer weiss, vielleicht sehen wir uns ja an einer Vorstellung am Autogrammtisch nach dem Theater oder so. Also, Ciao, Kinder! Ciao, Kinder! Tschüsseli, tschüss, tschüss, tschüss! Ciao! Weg dem vertuschten Fell! Feldtauschknusch. Das Musiktheater von Marius und die Jagdkapelle kommt im Herbst in eure Nähe. Mit mir, einem Seichörnli, einem Dachs Adalbert, einem Tofuchs und mit vielen mehr. Profitier jetzt vom Frühbucherrabatt bis Ende September und schnapp dir ein Ticket für eine Vorstellung unter www.feldtauschknusch.ch. Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand, ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.